Der Story-Modus bietet ein entspanntes Spiel. Löst das Verbrechen gemeinsam und spielt die Handlung so, wie ihr mögt. Bist du bereit? Natürlich. Alles easy. Wie im Lehrbuch. Wie ist der Plan? Stimmt für eine Entscheidung, indem ihr euren Zeiger in das Feld bewegt. Schön langsam. Sehen wir uns um. Ich werde die Hintertür nehmen. Ich die Fenster. Schleichmodus. Sehen uns drin. Bewegt den Zeiger auf das Ziel, bevor die Zeit abläuft. Bewegt euren Zeiger zum Schießen auf das Ziel. Denkt nach, bevor ihr schießt. Ihr müsst das Feuer nicht eröffnen. Hände hinter den Kopf, nicht bewegen! Oh mein Gott! Nein!
Hilfe! Heute Abend fand die Jagd auf den Trapper ein Ende. Polizisten des 3. Distrikts verhafteten den Hauptverdächtigen, Jonathan Finn. Finn wurde im Zusammenhang mit einer Reihe abscheulicher Morde, die die Stadt erschütterten und die Leben von Polizeieinsatzkräften forderten, gesucht. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Meine Damen und Herren, der Angeklagte Jonathan Finn ist schuldig. Es gibt keinen Zweifel. Sie müssen jetzt nur noch über seine Strafe bestimmen. Dieser Mann, der sogenannte Trapper Keller, hat unsere Gemeinde mit einer brutalen Mordserie terrorisiert. Er hat seine Opfer mit Fallen präpariert, sodass mutige Polizisten selbst zu Opfern wurden. Diese unschuldigen Menschen wurden ohne besonderen Grund zu Figuren in Jonathan Finns krankem Spiel. Jonathan Finn hat gestanden, und zwar jedes einzelne dieser Verbrechen. Warum? Weil er hofft, sie sehen ihn als Menschen, als ihren Mitmenschen. Doch das ist nur ein weiterer der perfiden Tricks des Trappers. Man darf ihm nicht trauen. Er hat eine listige, verdorbene, bösartige Ader. Und nichts, was er sagt oder tut, wird das je ändern. Daher fordere ich die Bestrafung in vollem Umfang des Gesetzes. Nicht weniger als die Todesstrafe. Danke. Jonathan Finn, für die Verbrechen, derer Sie sich schuldig machten, verurteile ich Sie hiermit zum Tod durch die Giftspritze. Verhandlung geschlossen. Tippt auf das Logbuch-Symbol in der App, um den Handlungsverlauf, Charakterbiografien und entscheidende Momente, die die Geschichte beeinflussen, anzusehen. Ich bin Ray Weaver und ihr hört The Crawl. Beginnen wir den Abend mit unserem hauseigenen Schurken, Johnny Finn, der Trapper. Der Penner sitzt jetzt schon seit 5 Jahren in der Todeszelle. Ihm bleiben nur noch 48 Stunden auf unserem blauen Planeten, also dachte ich mir, hey, kanntet ihr eines der Opfer? Die Leitungen sind offen. Anrufer 1, bitte. Hallo, also, ja, ich meine, meiner Meinung nach können Sie den Wichser gar nicht genug anheizen, oder? Oh, das Kind hat ja wohl Schlimmes erlebt, aber das ist kein Grund, sich an unseren Jungs hier zu vergreifen. Ja, ich verstehe dich. Aber unsere Cops haben auch nicht gerade den besten Ruf, nicht wahr? Diese Mani zum Beispiel. Beförderung ins Morddezernat, Medaille und das alles. Mani ist ganz oben und dann stellt sich heraus, dass sie jede Menge Dreck am Stecken hat. Manipulierte Beweise, schlechte Führung, wer weiß was noch? Verdammt! Man weiß eben nie, wer zu den Guten gehört. Guten Morgen zusammen. 2 neue Unbekannte am Wochenende. Wir sammeln rote Namen auf dem Brett. Und ich muss sagen, ungelöste Fälle dienen nicht gerade dem Ruf, den wir uns hier aufgebaut haben. Setzen Sie Marnie, die Magierin, darauf an. Sie ist gut darin, Sachen verschwinden Blödes zu lassen. Arschloch. Detective Calvary. Ich überhöre das einfach. Wegtreten. Hey, Becky. Ignoriere ihn. Calvary? Er hat dich nur gemeldet, weil du gute Arbeit machst. Wie schön, dass meine Erfolge sich auszahlen. Alles okay? Nein, nicht wirklich. Es fühlt sich an wie ein mieser Witz,
Das Schwein hält meine Zukunft in seinen Drecksfingern. Ist ein Scheißgefühl, aber sie haben nichts. Also bleib ruhig, mach einen Bogen um Calvary, das geht vorbei. Wow, danke, Mom. Detective Marnie, kommen Sie kurz rein. Hören Sie, Marnie. Ich sollte nicht zu laufenden internen Ermittlungen sagen, aber es beeinflusst meinen besten Detective. Tut mir leid, Sir. Hey, nicht entschuldigen. Sind ein guter Cop. Ich bin mir sicher, dass Sie den Tatort nicht absichtlich beeinträchtigten. Die Fakten werden das zeigen. Danke, dass Sie an mich glauben, Sir. Manchmal scheint es, als hätten wir keine Wahl, aber die haben Sie. Verstanden? Ja, natürlich. Ich will es glauben. Aber der Trapper wird in 48 Stunden hingerichtet. Es ist schwer, dafür verantwortlich zu sein. Bleiben Sie dran. Finn sollte besser jetzt als gleich sterben. Da würden viele zustimmen. Ich auch. Ich schätze, keiner davon freut sich so sehr auf eine erholsame Nacht, wie ich es tue. Hm? Dass er immer noch atmet, raubt er den Schlaf. Nachricht erhalten. Bin unterwegs zu deinem Klienten. Tut mir leid, dass ich nicht da bin. Ich freue mich nicht drauf, Finn ohne seine Anwältin zu treffen. Ich weiß. Danke, dass du so schnell zu ihm gehst. Er hat nicht mehr viel Zeit, oder? Nein, hat er nicht. Sollte ich irgendwas wissen? Er kann eine ziemlich harte Nuss sein. Strategie ist alles. Super. Irgendwelche Tipps? Sprich mit ihm über Adam Jones. Wer ist Adam Jones? Lass ihn es erzählen. Hast du einen Plan? Ich krieg schon, was ich brauche. Ich melde mich. Ihre Anwältin sagt, Sie wollen mir etwas mitteilen. Sie haben 5 Minuten. Beim kleinsten Mist bin ich weg. Miss Graves, ich habe niemanden getötet. Früher gab ich Gott die Schuld für alles. Für Las Palmas? Das Waisenhaus? Wir waren bloß Kinder. Wir vertrauten ihnen. Aber ich habe ihnen vergeben. Gott lehrt uns, zu vergeben. Sie können ihren Schänder nicht vergeben, wenn sie sie umgebracht haben. So funktioniert das leider nicht. Ich habe niemanden getötet! Finn, ganz ruhig. Ruhig? Ich werde sterben, verdammt! Und niemand wird die Wahrheit kennen. Welche Wahrheit? Was meinen Sie? Ich werde als Lügner sterben. Als dreckiger kleiner Lügner. Wahrheit über was? Das Geständnis, die Morde, einfach alles! Oh, also haben Sie sie nicht umgebracht? Den Kaplan, den Pfleger, wer denn dann? Adam Jones? Adam war mein Freund im Waisenhaus. Bei allem, was wir durchgemacht haben, wer will's ihm verdenken? Bin ganz Ohr. Ich brauche aber noch mehr Infos. Adam und ich, wir haben viel durchgemacht. Schweiß zusammen. Adam lief weg. Ich nahm Drogen. Nachdem ich da raus war, war ich nur noch high. Ein paar Jahre später, vielleicht auch Jahrhunderte, wer weiß das schon, fand Adam mich irgendwie im Internet. Er hat geschrieben und den alten Scheiß aus dem Waisenhaus aufgewühlt. Er meinte, er wüsste, wie wir uns rächen könnten. Also machten wir einen Deal. Ich gestehe alles, er wird nicht verdächtigt. Ich gehe ein paar Monate im Knast und dann zack. Trapper schlägt wieder zu. Und ich weiß nicht, ich war ja hier. Macht Sinn, oder? Wie praktisch. Praktisch? Praktisch war, dass Vater Rominski ein Waisenhaus führte. Ein Fuchs im Hühnerstall. Sie können sich nicht vorstellen, was da los war. Das Spielzimmer. So nannte er es aber. Ich glaube, er war der Einzige, der da drin Spaß hatte. Wurde es nicht entdeckt? Nein. Sie können es sich selbst ansehen. Ich weiß noch nicht mal, ob das Waisenhaus noch steht.
Und wo ist er? Adam? Jetzt? Keine Ahnung. Und wie finden wir ihn? Einen Anhaltspunkt? Ich wüsste wo. Wo? Es ist nicht, eine Karte zeichnen wäre besser. Malen Sie mir jetzt eine Schatzkarte? Ich kann sie nur in die richtige Richtung schicken, aber... Nein, sagen Sie es mir. Na los. Ich muss es Ihnen selbst zeigen, okay? Nehmen wir mal an, Sie sagen die Wahrheit. Sie wissen nicht, wo er jetzt ist. Dann hat er Sie wohl ganz schön im Stich gelassen. Ich weiß, wie Adam tickt. An was für Orten er abhängt. Wir könnten zusammen nachsehen. Da muss schon noch mehr kommen, sonst gehen Sie nirgendwo hin. Ich ertrag das nicht! Ich sollte gar nicht hier sein! So sollte das alles nicht laufen! Finn, Schluss damit! Das ist verrückt! Adam sagte, so weit kommt es nicht. Dass ich schon längst draußen wäre, er hat's versprochen! Wenn das wahr ist, werden Sie nicht als Lügner sterben, okay? Ich werde nach Adam Jones suchen. Wenn es ihn gibt, finde ich ihn. Was glaubst du denn? Ich habe Infos zu Adam Jones. Er war in Las Palmas mit meinem Klienten, aber ist bei dem verheerenden Brand gestorben. Hör zu, ich weiß, was du vorhast, aber das wird niemals klappen. Sie werden Finn nicht rauslassen, das reicht nicht. Ich weiß, darum geht es mir nicht. Was soll ich dann hier? Wenn du dem Richter von Adam Jones erzählst, entlässt er Finn vielleicht kurzzeitig, damit er den Cops bei der Suche hilft. Lana, es ist zu spät. Könnte eine Berufung bringen. Wir zögern das Unvermeidliche nur hinaus. Adam Jones wirft Zweifel auf Felicity. Reicht nicht, um ihn zu retten. Finn ist kein guter Mensch. Aber wenn er stirbt und du nicht hundertprozentig sichergestellt hast, dass er der Trapper ist, könntest du damit leben? Ja, du hast recht, ich... Geh zu Richter Vanstone, dann sehen wir weiter. Danke, Felicity. Dank mir noch nicht. Danke, dass Sie so schnell Zeit für mich haben. Miss Patty hat mich bereits über die Sache mit Adam Jones informiert. Ja, Sir. Ich war gerade bei Mr. Finn. Tja, nach meiner Erfahrung braucht nur die Lüge die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht. Sir? Glauben Sie seine Story? Der Zeitpunkt kommt ihm gelegen, aber ich glaube, er sagt die Wahrheit. Oder zumindest eine Version davon. Es ergibt Sinn. Sprach schon jemand mit Jones? Er wird seit Jahren für tot gehalten. Etwas weit hergeholt, nicht wahr? Selbst wenn Jones existiert, wie können Sie sicher sein, dass Finn ihn ausspürt? Ich kenne die Wahrheit nicht, aber mit etwas mehr Zeit können wir sie herausfinden. Und dazu wollen Sie einen verurteilten Serienmörder einfach freilassen? Nur so lange, bis die Polizei Adam Jones hat. Sie stecken voller Überraschungen, Miss Graves. Was würden Sie an meiner Stelle tun? Ich denke, er kann uns helfen. Wenn Sie Finn einen einzigen Tag unter Bewachung rauslassen, können wir vielleicht einen unschuldigen Mann vor der Hinrichtung bewahren. Okay. Gut, Miss Graves. Ich gewähre Jonathan Finn vorübergehende Entlassung in Gewahrsam. Aber nur für 3 Stunden. Danke. Hey, Lana, du wirst es nicht glauben. Er hat zugestimmt? Ich bin selbst total überrascht. Wow.
Gute Arbeit, Felicity. Nenn mich nicht so. Ich gehe zum Morddezernat und sage Bescheid. Gute Idee. Und Felicity? Danke. Dank mir nicht zu früh. Unfassbar. An Finns Fall gab es rein gar nichts zu rütteln. Er hatte eine Geisel, verdammt nochmal. Da müssen Sie dem Richter ja wirklich eine schöne Story aufgetischt haben. Es tut mir leid, aber wir wollen doch alle das Gleiche. Ein Mann wird hingerichtet und es muss sicher sein, dass er es verdient. Oh, Jonathan Finn verdient es. Da bin ich mir sicher. Wer nochmal genau war Adam Jones? Spielte er je eine Rolle in den Ermittlungen? Ja, es gab einen Adam Jones im Waisenhaus. Aber wissen Sie was? Das arme Schwein ist in dem großen Feuer damals umgekommen. Und damit endet die Geschichte. Finn hat ein unglaubliches Timing. Denken Sie nicht, er lügt? Ich ziehe nur alle Möglichkeiten in Betracht. Der Richter will klare Beweise, hieb- und stichfeste. Er stimmt einer vorübergehenden Entlassung in Polizeigewahrsam zu, wegen Adam Jones. Finn hat mir gesagt, dass Rominski ein Geheimzimmer im Waisenhaus hatte. Er nannte es Spielzimmer, es war für seine außerschulischen Aktivitäten gedacht. Wissen Sie davon? Sowas würde ich nicht vergessen. Stand nicht im Bericht. Ich frage mich, Mr. Hillary, also... Fanden Sie bei der Untersuchung der Opfer des Trappers irgendetwas, das vielleicht auf einen anderen Verdächtigen hinweisen könnte? Puh, das ist 5 Jahre her. Ich glaube nicht. Also kam kein Verdächtiger in Frage außer Finn? Ich erinnere mich nur, eine Teilanalyse der Beweise eingereicht zu haben, da Mr. Finn gestand, der Fall schien erledigt. Es gibt also nicht untersuchte Beweise? Ja schon, kleine Spuren. Haben Sie Zugriff auf die Daten? Jetzt reicht's mir aber wirklich. Allein die Idee, diesen Mistkerl aus seiner Zelle zu lassen, ist absurd. Finn hatte ein Motiv. Er ging durch die Hölle in Las Palmas. Er hasste die Polizei. Seine Haare waren an einem der Tatorte. Am Campingplatz. Richtig? Das war die Sozialarbeiterin? Und, Detective Marnie, was ist denn dieser Nacht nochmal genau geschehen? Ist ganz einfach. 2 Worte. Verpasste Gelegenheit. Wir hätten Finn an Ort und Stelle schnappen können. Meine Frage galt aber Detective Marnie, wenn das okay ist. Oh, klar. Catherine Hope war Sozialarbeiterin im Waisenhaus von Las Palmas. Wir wussten nicht, dass Finn sie hatte. Wir hatten einen 10-8 auf dem Hawk Haven Campingplatz an der Autobahn. Ein laufender Einbruch. Ich war am nächsten dran, also bin ich alleine hin. Hätte eigentlich ein Kinderspiel sein sollen. Aber in dieser Nacht waren alle nervös, weil der Trapper wütete. Und jeder hätte der Nächste sein können. Hier ist 609, am Ort des Einbruchs. Freie Highway-Ausfahrt, kein Täter. Ich gehe in den Wohnwagen. 609, verstanden. Vorsicht bitte.
Sucht nach den Hinweisen, die oben angezeigt sind. Benutzt den Zeiger, um die Hinweise vor Ablauf der Zeit zu markieren. Manche Hinweise sind später nützlich, also versucht, sie alle zu finden. Ich war in einer Bar, ich weiß nicht. Dann war ich hier. Oh Gott, bitte helfen Sie, bitte. Was ist hier los? Okay, ich entferne den Timer. Oh, Scheiße. Oh Gott, oh mein Gott, hol mich raus hier. Sch, ganz ruhig, bitte. Heilung! Oh Gott! Zumindest gab's nur ein Opfer damals. Hat auch nicht viel gebracht. Die Sozialarbeiterin kam später bei einem Unfall um. Das muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Finn muss sie gesehen haben. Er hat die Tat nicht vollendet. Er hat sogar seine Sachen dagelassen. Es war sehr mutig, da allein reinzugehen. Das war mein Job. Und was verband Finn mit dem Tatort? Ich habe ein Haar von Finn am Tatort entdeckt. Der DNA-Abgleich mit unserer Verbrecherdatenbank hat ihn als Treffer ergeben. Er war bereits im System. Finn war schon so oft auf dem Revier, dass er fast ein eigenes Zimmer hatte. Wir bekamen den Tipp, dass er gesehen wurde und fuhren zufällig vorbei. So ein Glück aber auch, Detective. Ich habe ihn geschnappt. Arsch. Oh oh, Mama Bär ist bissig. Vorsicht! Okay, okay. Lassen wir die blöden Spielchen, ja? Tun wir wenigstens so, als ob wir zusammenarbeiten. Der Trapper-Fall hat allen zugesetzt. Wir haben für heute genug Salz in alte Wunden gestreut. Sergeant... Ich denke, das war alles. Können wir sonst noch helfen? Haben Sie Adam Jones forensische Berichtsakten? Ah, nicht von seinem Tod. Wurden Proben genommen, als er ins Waisenhaus kam? Ja, bestimmt. Wäre es möglich, diese Proben hier mit den Beweisen von den Trapper-Tatorten abzugleichen? Verarschen Sie mich? Sie verschwenden hier die Zeit der ganzen Abteilung, kapiert? Ich habe eine bessere Idee. Wir lassen den Psycho ganz einfach sterben. Calvary, stopp! Mr. Hillary wird das prüfen. Wir melden uns dann. Danke.
Hey, Graves. Ja? Ich wollte nur sagen, dass... Carrie ist ein Arsch. Ja. Keine Sorge. Sie haben mir sehr geholfen. Hey, was machen Sie denn heute Abend? Ich... Was? In meiner Wohnung liegt ein riesiger Aktenberg. Das schaffe ich niemals alleine. Okay, gut. Ich kann Ihnen helfen. Perfekt. Rufen Sie an. Eine Rattenfalle? Hm. Yep. An jedem Tatort war eine. Eine kranke Visitenkarte. Ah, das wusste ich nicht. Wir gaben es nicht an die Presse. Ziel Nummer 1, Rupert Walsh, der Bestatter. Nach dem Mord präparierte der Trapper eine Flinte an der Zimmertür. Der Polizist wurde in die Brust getroffen. Einfach, aber schlampig. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Gab's noch etwas zu dem Opfer? Er war der Einzige ohne Verbindung zu Las Palmas. Nur ein kleiner Säufer. Finn nannte es Trockenlauf mit feuchter Nudel. Ich schätze, das ist seine Art von Humor. Aber wenn er dann doch nicht der Trapper ist... Oh Gott, verdammt. Dieser Fall raubt mir echt den letzten Nerv. Becky, brauchen Sie eine Pause? Tut mir leid, ich... Das war eigentlich alles schon Geschichte. Jetzt wieder die Akten. Finns Hinrichtung steht an. Ich weiß es nicht. Bei dem ganzen Mist in meinem Kopf kann ich echt kaum schlafen. Die gute Nachricht ist, dass es schon sehr bald vorbei ist. Ja. Ja, stimmt. Zweites Ziel. Wirklich übler Kerl. Das ist der die Kinder bis zur Unkenntlichkeit verprügelt hat. Pfleger in Las Palmas. Vor dem Waisenhaus hatte das Rauschgift-Dezernat eine riesige Akte über ihn. Aber sie haben ihn nicht gekriegt. Ein glitschiges Arschloch. Seine Leiche lag in einem stockdunklen Raum. An der Deckenlampe war C4. Der Polizist knipste das Licht an und es wurde Licht. Er hat sich weiterentwickelt. Sein erster richtiger Mord. Besser durchdacht, aber er war nicht zufrieden. Drittes Ziel. Vater Rominski, der Anführer. Kaplan in Las Palmas und Kopf der Kinderschänder. Angeblich. Ja, angeblich. Der Trapper hat ihn betäubt, aufgeschnitten und mit Sprengstoff gespickt, der bei Bewegung hochgeht. Wir bekamen danach ein Video davon. Das kranke Schwein hat Rominski stundenlang auf Knien beten und seine Sünden gestehen lassen. Als er dann zufrieden war, rief er Sergeant Teller. Kannten Sie die anderen Cops? Das war mein Distrikt. Also, alle drei Cops und Sie, die ihn schließlich ertappt hat, alle aus dem dritten Distrikt? Die Morde fanden dort statt. Wie gut kannten Sie die anderen zwei? Ich meine, wie gut kannten Sie die anderen Polizisten? Genug, um sie nicht sehr zu mögen. Ich bin so schnell wie möglich weg von dort. Was ist, wenn die ersten Opfer bei jedem Mord nur Ablenkung waren und das eigentliche Ziel war der dritte Distrikt? Interessant. Ja? Diese drei Cops, das waren nicht unbedingt Musterknaben. Ach ja? Distrikt 3 hatte Probleme. Der chemischen Art. Drogenmissbrauch? Mehr als nur das. Wundert mich, dass das in der Ermittlung nicht auftaucht. Mich nicht. Aber vielleicht ist was dran. Was ist da los mit Calvary? Er ist einfach unerträglich. Die Luft vorhin hätte man förmlich schneiden können. Ich wollte nur aus diesem Drecksloch hier raus und zum FBI. Und als ich mich endlich für das Training beworben hatte, was macht der Scheißkerl da? Nein. Ja, Calvary musste sich ja einmischen. Wie denn? Er sagt, ich hätte Beweise verlegt. Autsch. Jetzt läuft eine komplette Ermittlung. Auch wenn nichts dabei rauskommt, heißt das trotzdem, ich bin nicht über jeden Verdacht erhaben. Und das FBI kann ich damit vergessen. Das ist wirklich Pech, Becky. Pech, sagen Sie? Mein Vater war der Held der Abteilung. In meiner ersten Woche?
hat er sich erschossen. Das ist Pech. Sie wissen ja nicht, wie die über mich reden. Immer wenn ich einen Raum betrete, spüre ich es. Ich bin ein Witz für die meisten dort. Nein, ganz sicher nicht, Becky. Da gibt es nichts zu leugnen. Ich muss ja verrückt sein. Liegt in der Familie. Becky, Sie sind ein guter Cop, okay? Das kommt sicher alles wieder ins Reine. Ja, ich wünschte, ich könnte das glauben. Hier ist 125 beim 1016. Ich gehe rein. 125 verstanden. Vorsicht bitte. Hier ist die Polizei. Ist da jemand? Oh mein Gott. Sir, hören Sie mich. Hey, was gibt's? Es gibt ein Problem. Was? Das Opfer ist ein Cop. Was? Was ist passiert? Das müssen wir noch herausfinden. Eine Leiche wurde gemeldet. Beamte kamen, Leiche war präpariert. Trapper-Style. Polizei! Wer? Wie? Das ist Calvary. Was? Nein, das kann doch... Das ist lächerlich! Sie wühlen... sich immer noch durch. Becky. Mein Gott. Entschuldigung, bleiben Sie meinem Arbeitsbereich bitte fern. Danke. Sieht so aus, als war Calvary hier. Mit einer Prostituierten. Oh Gott! Er kam mit ihr her zum... naja. Hinweise? Nur eine vage Beschreibung. Um die 20, brünett. Na toll. Calvary hat ein ganzes Magazin geleert, aber nichts getroffen. Hier ist nur sein Blut. Und Officer Montesinos. Der Beamte? Calvary war präpariert. Fallen. Fuck. Ein ganzes Magazin. Wenn ihm jemand von hinten die Kehle durchschneidet, warum schießt er hier hin? Und wenn es von vorne war, warum traf er dann nicht? Oh Gott. Er ist es wirklich. Was entdeckt?
Nichts Nützliches. Becky, tut mir leid, aber ich muss fragen. Wo warst du gestern? Ich war die Nacht, den Abend bei Felicity Graves. Akten durchsehen. So lang? Ja. Und? Scheiße. Was? Du musst sehr, sehr vorsichtig mit der Sache umgehen. Warum? Du musst nachweisen können, wo du warst. Jeder weiß, wie du und Calvary zueinander standet. Tom. Sei vorsichtig. Glaubst du wirklich, ich könnte so etwas tun? Hör dir doch mal zu. Ich beschuldige dich nicht. Ja, aber es ist das Erste, das dir durch den Kopf geht. Flipp jetzt nicht aus. Du weißt, wie das aussieht. Denk nach. Das kann nicht sein. Wünschte ich auch. Ich habe dieses Arschloch gehasst, aber sowas würde ich nie tun. Ich glaube dir. Das sollte nicht nötig sein. Damit ist Teil 1 beendet. Schaut ins Logbuch, trinkt einen Schluck und tippt in das Feld, wenn es weitergehen kann.